Die Bank of Japan hat den Leitzins wie erwartet bei 0 bis 0,1% belassen. Zur Konjunkturentwicklung äußerte sich die Zentralbank etwas optimistischer als noch vor einem Monat. Die Konjunktur in Japan habe sich stabilisiert, heißt es. Marktbeobachter erwarten, dass die Bank of Japan bei ihren Sitzungen im April die Geldpolitik weiter lockern wird. Der japanische Leitindex Nikkei hat zwischenzeitlich die psychologische Marke von 12.000 Punkten geknackt, auch dank eines deutlich nachgebenden Yen. Zwar schloss der Nikkei unter 12.000, kletterte nachbörslich aber wieder deutlich darüber. Damit steht der Nikkei so hoch wie seit 5 Jahren nicht mehr. Die US-Ratingagentur Standard & Poor's hat den Ausblick für Portugal von negativ auf stabil gehoben. Damit droht vorerst keine weitere Abstufung. Das Rating lautet weiterhin Doppel-B, was 2 Noten unter dem sogenannten Investment Grade liegt. Der erhöhte Ausblick habe nichts mit einer fundamental besseren Lage zu tun, so S&P. Vielmehr bekomme Portugal von seinen europäischen Geldgebern mehr Zeit.